Sarah Wagenknecht bezeichnet die Einigung in Thüringen zwischen CDU und BSW offen als Fehler. Jetzt bricht der Konflikt im BSW zwischen der Thüringer BSW-Vorsitzenden Katja Wolf und der Bundesvorsitzenden Sarah Wagenknecht offen aus. Ich zeige euch mal einen Artikel, wo sich Sarah Wagenknecht zur Friedenspräambel in Thüringen geäußert hat, die keine Friedenspräambel ist, wo das BSW nur festgehalten hat, ja, wir sind übrigens anderer Meinung. Ich kann es euch nochmal zeigen. Ich hatte es ja im letzten Video schon eingeblendet. Die CDU hat auf Twitter geschrieben, Mut zur Verantwortung Thüringen nach vorne bringen. Ja, Halleluja, die CDU freut sich über diese Einigung. CDU und SPD stehen in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs. Also das heißt, wir sind unterschiedlicher Meinung, halten im Koalitionsvertrag fest. So unterschiedlicher Meinung sind die Landesregierung, die macht dann die ganz normale Außenpolitik, die sowieso alle Altparteien gemacht hatten. Das wird in der Präambel des Koalitionsvertrages stehen. Also das wird festgehalten, das BSW hat sich in keinem Punkt durchgesetzt, aber es hält nochmal fest, dass es anderer Meinung ist. Das ist vollkommen lächerlich. Thüringen ist als deutsches Bundesland eingebettet in eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur. Wir stimmen überein, dass für Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes von großer Bedeutung ist. Und jetzt kommt der Teil mit den Mittelstreckenraketen. Wir erkennen aber auch an, dass viele Menschen in Thüringen die geplante Stationierung von Mittelstrecken- und Hyperschallraketen kritisch sehen bzw. ablehnen. Also, das ist jetzt echt krass. Wir erkennen an, dass viele Menschen das, was wir hier vorhaben, nämlich Waffen, die zu einem Erstschlag gegen Russland taugen, zu installieren. Wir erkennen an, dass viele Menschen das nicht gut finden, wir machen es aber trotzdem. Also man spricht sich nicht mal gegen die Stationierung von Hyperschallraketen aus, die dazu gedacht sind, einen Erstschlag gegen Russland auszuführen, die ein ganz klar aggressives Zeichen sind, um Russland noch weiter zu provozieren, um diesen Rüstungswettlauf noch weiter nach vorne zu treiben. Naja, und diese furchtbare Präambel, die exakt das Gegenteil dessen ist, was Sarah Wagenknecht den Wählern versprochen hat, die führt jetzt zu Kritik von Sarah Wagenknecht. Ich würde sagen, wir schauen auch gleich mal in den Artikel rein. Wagenknecht bezeichnet Erfurter Kompromiss als Fehler. Also auch dieses Framing, das ist kein Kompromiss. Das BSW hat einfach auf ganzer Linie verloren. Es ist auf ganzer Linie eingeknickt. Das ist kein Kompromiss. Also beim Kompromiss kommen beide Seiten auf sich zu. Und dann sagt man damit, ja, okay, gegen Waffenlieferung schreiben wir jetzt nichts, aber dafür gegen Hyperschallraketen. Man hat weder gegen Waffenlieferung noch gegen Hyperschallraketen irgendwas in diesem Vertrag stehen. Deswegen ist das kein Kompromiss, sondern es ist ein Einknicken des BSWs. Also ein Kompromiss würde bedeuten, dass beide Seiten sich näher kommen. Die Formulierung in Brandenburg ist ein guter Kompromiss, wo das BSW tatsächlich eigene Akzente setzen konnte. Die Formulierung in Thüringen ist kein Kompromiss, das ist ein Einknicken. Das ist eine Niederlage. Die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht hat den Kompromiss zwischen ihrer Partei sowie SPD und CDU in Thüringen deutlich kritisiert. Die Präambel, auf die sich die Verhandler von CDU, SPD und BSW in Thüringen geeinigt haben, bleibt in der wichtigen Frage von Krieg und Frieden leider deutlich hinter dem in Brandenburg gefundenen guten Kompromiss zurück, sagte Sarah Wagenknecht dem Spiegel. Ach, es ist das Gegenteil dessen, was sie vor der Wahl versprochen hatte. Also es ist Verrat am Wähler, was da in Thüringen passiert, und es ist gut, dass sie das so deutlich benennt. Jetzt kommt noch so Geplänkel aus dem Artikel. Bei vielen landespolitischen Fragen müssen sich in den Verhandlungen noch Lösungen gefunden werden, bei denen das BSW gegenüber seinen potenziellen Koalitionspartnern Rückgrat zeigen müsse. Wenn CDU und SPD den Eindruck bekommen, dass das Thüringer BSW nicht elementare Positionen wegverhandeln lässt, macht das gute Koalitionsverhandlungen nicht leichter. So Wagenknecht. Deshalb war es ein Fehler, sich nicht in dem Brandenburg gefundenen Kompromiss zu orientieren. Ja, es geht um symbolisches Zugeständnis für und CDU und SPD. Die reale Politik in der Landesregierung, die ist dann die andere Frage. Also eine Landesregierung, die hat beispielsweise Kontrolle über den Verfassungsschutz, die legt Demokratieförderprogramme auf. Das sind alles Dinge, wo das BSW sich dann in der Landesregierung, wenn es dann das Finanzministerium bekommt beispielsweise oder das Innenministerium, wo es dann in der Landesregierung dafür sorgen müsste, dass der Verfassungsschutz aufhört, die Friedensbewegung zu überwachen und zu drangsalieren. Also wenn es jetzt auf Landesebene um die Frage Krieg und Frieden geht. Oder dass diese ganzen Demokratieförderprogramme eingestellt werden, wo irgendwelche transatlantischen Thinktanks hochgepäppelt werden, die dann Kriegspropaganda verbreiten. Und ich hatte euch den Artikel von Norbert Hering schon gezeigt. Es passiert das Gegenteil. Im Sondierungspapier steht, die bestehenden Programme zur Förderung, zur Demokratiebildung und Demokratieförderung wollen wir verstetigen mit der Perspektive, diese gegebenenfalls zu einem Demokratiefördergesetz weiterzuentwickeln. Das steht in dem Sondierungspapier in Thüringen. Das ist eine absolut furchtbare Einigung. Oder an einer anderen Stelle, bezüglich des Verfassungsschutzes. Auch hat alles Norbert Hering rausgesucht, wirklich guter Artikel. Ich hoffe, dieser Artikel kommt auch mal bei einigen BSW-Politikern an. Also der zeigt eigentlich, warum das BSW in Thüringen auf keinen Fall in diese Koalition gehen darf.
Mehr Gesinnung, mehr Geld für Gesinnungsschnüffelei. Zusätzlich wollen wir eine verfassungsgemäße Ausstattung des Verfassungsschutzes zur Erfüllung seines verfassungsgemäßen Auftrages. Also mehr Geld für Stefan Kramer, damit er die Friedensbewegung drangsalieren, bespitzeln und diskreditieren kann. Also in Thüringen, da geltet ihr vom Verfassungsschutz bestätigt als Antisemiten, wenn ihr Finanzelite sagt. Wenn ihr die Finanzmärkte kritisiert, wenn ihr der Meinung seid, dass es eine Finanzelite gibt, dann seid ihr in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufter Antisemit. Das ist kein Scherz. So geht der Thüringer Verfassungsschutz vor. Ich habe mir das mal angeguckt. Es ist absolut gruselig, was in diesem Land passiert. Und jetzt schreibt das BSW in diesem Sondierungspapier, ja, wir wollen Stefan Kramer noch mehr Geld hinterherwerfen, damit er damit weitermachen kann. Das ist eine absolute Katastrophe. Also wenn man auf Landesebene irgendwas für die Friedensbewegung tun kann, dann ist es erstens, diesen ganzen transatlantischen Thinktanks die Finanzierung zu streichen und zweitens, den Verfassungsschutz von der Friedensbewegung abziehen und dafür zu sorgen, dass der Verfassungsschutz aufhört, Oppositionelle zu überwachen, die sich einfach nur für Frieden und Völkerverständigung aussprechen. Aber in Thüringen ist das nicht gewollt. Da steht genau das Gegenteil im Sondierungspapier. Und jetzt kommt dazu noch diese wachsweiche Formulierung, diese Formulierung, die eigentlich einem kompletten Niederlage, einer totalen Kapitulation des BSWs gleichkommt. Und es ist gut, dass sich Sarah Wagenknecht dagegen ausspricht. Wir lesen mal weiter im Artikel. In Brandenburg hatten sich SPD und BSW in einem Entwurf eines gemeinsamen Sondierungspapiers unter anderem auf folgende Formulierung geeinigt. Wir sind übereingekommen, dass wir uns dafür einsetzen, eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konfliktes und den Abbau der damit verbundenen Spannungen innerhalb Europas durch Verhandlungen mit den Konfliktparteien mit dem Ziel von Waffenstillstand und dauerhaften Frieden voranzutreiben. Ja. Das ist eine bessere Formulierung als in Thüringen. Also auch hier hat sich das BSW nicht 100% durchgesetzt, aber immerhin ist es kein Einknicken wie in Thüringen, wo gesagt wird, ja, CDU und SPD sind trotzdem für Waffenlieferungen. Also das BSW hält nochmal fest, dass es hier anderer Meinung ist. Also ja, die Formulierung in Thüringen wirkt zurückhaltender. Nee, sie wirkt nicht zurückhaltender. Ich kann euch die Formulierung in Thüringen gerne nochmal zeigen. CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs. Wenngleich wir hinsichtlich der Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung ihrer territorialen Integrität und Souveränität unterschiedliche Auffassungen sind, bla bla bla, und dann geht's weiter. Also hier hält man fest, dass man sich nicht geeinigt hat und verkauft das als Einigung. Das ist ein schlechter Witz. Die Formulierung in Thüringen wirkt zurückhaltender. Hier machten BSW, CDU und SPD ihre unterschiedlichen Positionen deutlich. CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs, heißt es in dem Papier. Ja, man hält fest, dass man sich nicht geeinigt hat. Hinsichtlich der Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung ihrer territoriellen Integrität und Souveränität gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich habe das jetzt schon dreimal vorgelesen. Warum geht das nicht? Es geht nicht um die territorielle Integrität und Souveränität der Ukraine. Die wird man eh nicht wiederherstellen. Es geht darum, Russland in diesem Krieg auszunutzen. Der Westen hat diesen Krieg provoziert. Der Westen will, dass dieser Krieg möglichst lange weitergeht. Er möchte, dass möglichst viele Russen sterben. Darum geht es dem Westen. Der Westen will Russland ausbluten. Und deswegen gibt es noch keinen Frieden. Russland war zu einem Friedensschluss bereit. Russland war bereit, war 2022 bereit, sich komplett aus der Ukraine zurückzuziehen, hat die Ukraine abgelehnt, dann hat Russland seine Position verschärft, war bereit, gegen die Annexion von 4 Oblasten Frieden zu schließen. Die Ukraine hat das abgelehnt, weil eine russische Friedensbedingung immer Neutralität war und der Westen will keine neutrale Ukraine. Der Westen will eine westliche Ukraine mit westlichen Militärbasen, die dem westlichen Kapital gehört. Also amerikanische Agrargiganten haben sich ja schon große Teile der ukrainischen Ackerflächen unter den Nagel gerissen. BlackRock hat schon einen großen Deal über den Wiederaufbau der Ukraine. Das will man alles nicht verlieren. Und entsprechend ist man auch gegen eine Neutralität der Ukraine. Entsprechend geht dieser Krieg weiter, weil der Westen sich weigert, Kompromisse zu schließen und die Waffenlieferung an die Ukraine, die verewigen diesen Zustand. Naja, in diesem Sinne können wir hoffen, dass die Koalitionsbildung in Thüringen noch scheitert. Sarah Wagenknecht hat sich dagegen ausgesprochen. Ich hoffe, dass sie dem Taten folgen lässt. Also keine Ahnung, man könnte ja mal die Thüringer BSW-Spitze absägen und gegen Leute austauschen, die nicht vorhaben, ihre Wähler zu verraten. So als Idee. Ich muss natürlich Sarah Wagenknecht entscheiden, was sie macht. Ich bin gespannt, ob da irgendwelche Handlungen erfolgen. Die Thüringer BSW-Spitze, die scheint vollkommen beratungsresistent zu sein. Die schien nie vorgehabt zu haben, sich an das zu halten, was sie vor der Wahl ihren Wählern versprochen hatte. Und das darf das BSW auf keinen Fall machen, sonst macht es sich selbst überflüssig. Dieses Sondierungspapier, diese Präambel eines Koalitionsvertrages können
keine Grundlage für eine BSW-Beteiligung an einer Landesregierung sein. Das BSW muss in Thüringen in die Opposition gehen, anders geht es nicht. In Brandenburg, das hatte ich schon im letzten Video gesagt, müssen wir mal abwarten, was im Koalitionsvertrag steht. Das Sondierungspapier ist wesentlich besser als das in Thüringen, aber also und die Friedenspräambel, die ist sehr nach dem Geschmack des BSWs, aber bei vielen anderen Punkten ist das in Brandenburg noch sehr allgemein gehalten. Deswegen halte ich mich da bezüglich der Bewertung des Brandenburger Verhandlungsergebnisses erstmal zurück und warte den Koalitionsvertrag ab. Wenn der besser wird, wenn sich das BSW da durchsetzt, also durchsetzt, heißt in Bezug auf Friedenspolitik auch nicht nur, dass die Friedenspräambel da drin steht. Das heißt auch, dass der Verfassungsschutz aufhört, die Friedensbewegung zu drangsalieren. Das heißt, kein Geld mehr für Demokratieförderung. Das heißt, dass der ÖRR aufhört, Kriegspropaganda zu machen. Zur Reform des ÖRRs steht in Brandenburg tatsächlich auch was im Sondierungspapier. Also das ist wesentlich vielversprechender als das in Thüringen. Aber man muss abwarten, was dann tatsächlich passiert. Deswegen bin ich in Brandenburg auf jeden Fall auf den Koalitionsvertrag gespannt. In Sachsen dürfte die Situation ähnlich sein wie in Thüringen. Da ist das BSW auch in keiner so guten Verhandlungsposition. Entsprechend gehe ich nicht davon aus, dass das BSW in Sachsen sich irgendwo wie an der Landesregierung beteiligt. Aber in Thüringen, also ich habe es euch gezeigt, das ist ein absolutes Desaster. Man müsste wirklich all diese Landtagsabgeordneten vom BSW, dem müsste man eigentlich erstmal diesen Artikel von Norbert Hering zusenden, dann, damit sie irgendwie wieder auf den Boden der Realität zurückkehren. Also die scheinen überhaupt nicht mitbekommen zu haben, wie sauer, wie enttäuscht viele BSW-Unterstützer von diesem Kurs sind, den die Thüringer Landesregierung da gerade fährt. Also anders kann ich mir nicht erklären, dass es da noch keine Kurskorrektur gab, dass man diese Koalitionsverhandlungen nicht längst abgebrochen hat.